Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Lage im japanischen Atomkraftwerk Fukushima droht außer Kontrolle zu geraten. Die internationale Atombehörde IAEA bezeichnete sie als beunruhigend. Ihr Präsident Amano kritisierte zugleich die Informationspolitik der japanischen Regierung. In der Nacht hatte es auch im Reaktorblock 2 eine Knallgasexplosion gegeben, die dritte insgesamt. Im abgeschalteten Block 4 gerieten verbrauchte Brennelemente in Brand und setzten Strahlung frei. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht. Die Sorge der Japaner vor radioaktiver Verstrahlung nimmt zu. In provisorischen Testzentren lassen sich Anwohner der Region Fukushima auf Radioaktivität untersuchen. Denn heute warnte die Regierung erstmals vor Gesundheitsgefahren. Die Strahlung um das Atomkraftwerk ist sehr hoch. Es ist wahrscheinlich, dass noch mehr radioaktive Strahlung entweichen wird. Die Atomkraftanlage Fukushima 1. Am Morgen hat es eine dritte Explosion gegeben. Aus einigen der Reaktoren, so die Regierung, sei radioaktive Strahlung ausgetreten. Selbst im 240 Kilometer entfernten Tokio wurden leicht erhöhte Werte gemessen. Die Umgebung des Reaktors wurde längst evakuiert. Dann am späten Nachmittag eine Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde. Die Lage sei beunruhigend. Möglicherweise könnte der Sicherheitsbehälter von Reaktor 2 beschädigt sein. Ich möchte nicht spekulieren, aber der Schaden wird auf weniger als 5% geschätzt. Was das bedeutet, sagt der Atomexperte nicht. Noch scheint keiner genau zu wissen, wie groß die Gefahr wirklich ist, die von Fukushima ausgeht. Angesichts der atomaren Gefahr reisen die meisten internationalen Bergungsteams wieder ab, darunter auch die Helfer vom Technischen Hilfswerk aus Deutschland. Zudem besteht nach 4 Tagen kaum noch Hoffnung, verschüttete Leben zu finden. Nur ganz vereinzelt gibt es Meldungen über geglückte Rettungsaktionen. So sieht es überall an der Nordostküste Japans aus. Weit ins Land hinein hat der Tsunami tiefe Wunden gerissen. Wir sind in Kirikiri, einem kleinen Küstenort. Es ist menschenleer. Vergeblich sucht man schweres Gerät. Keine Räumbagger, keine Kräne. Allein ein paar Soldaten ziehen durch die Trümmer auf der Suche nach Leichen. Inmitten des Dorfes, das einmal gut 4000 Einwohner hatte, auf einem kleinen Berg die Grundschule. Hier harren die Überlebenden aus. Die Temperaturen schwanken um den Gefrierpunkt. Kein Ort, an dem man ohne Strom und Heizung sein möchte. Von dieser Schule bis zum Meer ist alles weg. Kirikiri hat glücklicherweise auch einen höher gelegenen Teil. Dort ist alles heil. Wegen dieser Infrastruktur können wir uns erstmal einigermaßen selbst versorgen. Im Halbdunkel der Turnhalle kauern die Alten, die Kinder, ein paar Familien. Ein leises Gemurmel liegt über dem Raum. Sie alle haben Schlimmes erlebt. Interviews wollen sie nicht geben, der Schock über das Geschehene sitzt noch zu tief. Die Schule war gerade hoch genug, um nicht von der Welle verschlungen zu werden. Bis 25 oder 30 Meter über dem Meeresspiegel muss sich die Walze aus Wasser und Schutt in ihrem schlimmsten Moment aufgetürmt haben. Einfach unvorstellbar. Zerstörung, soweit das Auge reicht, längst sind nicht alle Toten geborgen. Eine Küstenlinie von mehreren hundert Kilometern ist betroffen. Die Bergung der Toten, die Versorgung der Überlebenden, eine Mammutaufgabe für das katastrophengebeutelte Japan. Angesichts der Störfälle im Atomkraftwerk Fukushima versuchen viele Menschen aus der Region nach Süden zu kommen. Auch viele ausländische Unternehmen haben für ihre Mitarbeiter nun Hotelzimmer in Osaka gebucht. Als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima nimmt die Bundesregierung die ältesten deutschen Meiler zunächst vom Netz. Betroffen sind die Atomkraftwerke Brunsbüttel, Unterweser, Biblis A und B, Philippsburg 1 und Isar 1. Das AKW Neckarwestheim 1 wird nach Angaben aus Baden-Württemberg endgültig stillgelegt. Auch das derzeit abgeschaltete AKW Krümmel soll zunächst nicht wieder ans Netz gehen. Die Bundesregierung und 5 unionsgeführte Bundesländer haben eine abrupte Wende ihrer Atompläne beschlossen. Ein halbes Jahr nur nach der Laufzeitverlängerung für alle deutschen Kernkraftwerke. Und zwar dergestalt, dass die Kernkraftwerke, die vor dem Ende des Jahres 1980 in Betrieb gegangen sind,
dabei stillgelegt werden, für die Zeit des Moratoriums, also außer Betrieb sind. Auch Neckar-Westheim 1 soll jetzt vom Netz, und zwar endgültig. Ein Altreaktor, dessen Weiterbetrieb Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus immer gefordert hatte, heute die Kehrtwende. Jeder kann nachvollziehen, dass es letzte Wochenende eine gewisse Zäsur war, dass es auch eine emotionale Ausnahmesituation ist und dass die Menschen genau das erwarten. Auch Biblis geht vorerst vom Netz. Unter Juristen ist das Moratorium nicht unumstritten. Die Energiewirtschaft aber lässt sich unter dem Druck der Ereignisse darauf ein. Wir müssen mit der Bundeskanzlerin ins Gespräch kommen. Das hat sie uns ja signalisiert. Wir müssen schauen, wie wir mit dem Moratorium umgehen. Und nach 3 Monaten wird ja das Spiel wieder neu gespielt. Das neue Spiel nutze den Erneuerbaren, versichert die Atombranche. Die Opposition mag das nicht glauben. Bis jetzt macht die Kanzlerin nur eins. Wahlkampfmanöver, um irgendwie über die Landtagswahlen zu kommen. Es gibt eine Unterbrechung der Laufzeit der 7 ältesten Atomkraftwerke, aber es gibt keine Aussage darüber, was damit danach passiert. Das ist Taktik, das ist Vertagung, aber das ist keine Einsicht in die Notwendigkeiten, die sich aus den Ereignissen in Japan stellen. Am Donnerstag will die Kanzlerin eine Regierungserklärung zur Atompolitik abgeben. Auch die Europäische Union hat erste Konsequenzen gezogen aus der Reaktorkatastrophe in Japan. Die Energieminister einigten sich darauf, die Kernkraftwerke in Europa einem einheitlichen Sicherheitstest zu unterziehen. EU-Energiekommissar Oettinger sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass alle Ergebnisse veröffentlicht werden. Europa sorgt sich um die Reaktoren vor der eigenen Haustür. Selbst hier im Atomkraftland Frankreich gingen heute Menschen auf die Straße. 30 Jahre, das reicht, schreiben sie, nach Japan. Angela Merkel hat heute 7 Meiler abgeschaltet. Es wird Zeit, dass auch wir uns der neuen Realität stellen. Er hat das schon getan. EU-Energiekommissar Oettinger, einst Freund der Kernkraft, will nun sämtliche Meiler in Europa kritisch testen. Wer durchfällt, soll vom Netz. Wir werden mit Sicherheit bei älteren Kernkraftwerken intensivere andere Fragen zu bewerten haben als bei Kernkraftwerken der neuesten Generation. Was getestet wird, soll bis Sommer feststehen. Die Experten wollen verschärfte Kriterien anlegen für Erdbebensicherheit oder den Schutz gegen Flugzeugabstürze. Die Atomindustrie einverstanden, notgedrungen. Ihre Zukunft steht auf dem Spiel. Hier geht es um die Sicherheit unserer Mitbürger quer durch Europa. Die Menschen reisen und leben in verschiedenen Ländern. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass überall in Europa hohe, gleiche Sicherheitsstandards gelten und die Lehren aus Japan gezogen werden. Doch sollte die Lehre sein, dass Atomkraft zu gefährlich ist, zu ersetzen wäre sie nur schwer. In Frankreich kommen 80% des Stroms aus Kernenergie, in der Slowakei 54, in Belgien 52, Deutschland liegt bei 23%. Vielleicht in 80 Jahren gibt es ein Europa ohne Atomkraft, aber sicher nicht jetzt. In der Tat, Länder wie Polen machten heute deutlich, sie wollen neue Reaktoren bauen, auch jetzt nach Japan. Auch heute bringt das Erste wieder einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Und im Internet finden Sie unter tagesschau.de unter anderem Fragen und Antworten zur Atomenergie.